Moin Leute, ja, gerade wenn es mal ein bisschen wärmer ist, braucht man genug Flüssigkeit zum Abkühlen. Das ist bei unserem Probegerät nicht anders. Und darum wollen wir uns heute mal das Kühlsystem, insbesondere den Ausgleichsbehälter, anschauen. So, und damit willkommen zu einer neuen Folge der PS-Tipps. Ich habe die Klappe schon mal aufgemacht. Ein Teil von dem Ausgleichsbehälter des Kühlsystems können wir hier schon sehen. Ja, danke Lars. Das ist der komplette Behälter. Jetzt schrauben wir die Verkleidung mal ab, damit wir alles genauer sehen können. So, jetzt sehen wir den Ausgleichsbehälter einmal in voller Pracht. Wir können auch gleich den Kühlmittelstand hier ablesen. Wir haben eine Min- und eine Max-Markierung. Im Betriebswarenzustand sollte sich immer zwischen diesen beiden Markierungen befinden. Sollte mal zu wenig drauf sein, bitte erst den Kühler und den ganzen Motor abkühlen lassen, bevor ihr die Kappe öffnet. Da ist Überdruck im System. Wenn dann geöffnet wird und der Dampf tritt aus, das kann zu schweren Verbrennungen führen. Achtet da bitte drauf. Neben den ganzen Kühlleitungsanschlüssen, hier oben ist noch eine, haben wir auch noch den Füllstandssensor. Der Füllstandssensor, falls der Stand mal zu gering sein sollte, gibt ein Signal ans Kombi-Instrument. Da geht eine Warnleuchte an und sagt uns, dass wir den Stand mal korrigieren müssen. Weitere Besonderheit an dem Design ist, dass wir hier auch noch den Öleinfüllstutzen mit integriert haben. Deshalb bitte immer darauf achten, was wo eingefüllt wird. Und ich sehe hier auch gerade, da ist eine leichte Beschädigung. Hier sehe ich auch schon weiße Ablagerungen. Hier tritt auf jeden Fall Kühlmittel aus. Den müssen wir jetzt auf jeden Fall erneuern. Hier haben wir den neuen Ausgleichsbehälter, den wir gleich einbauen wollen. Ich habe den Füllstandgeber nochmal angeschlossen, um die Funktion zu zeigen. Dieser Füllstandgeber arbeitet zusammen mit einem magnetischen Schwimmer, der sich hier mit dem Kühlmittelstand auf und ab bewegt. Den können wir auch hören. So, ich sage das mal, wir haben jetzt keine Flüssigkeit im Tank. Ich schalte ein. Und dieses Signal ist jetzt durchgeschaltet. Jetzt haben wir die Warnleuchte an. Ich simuliere jetzt mal den korrigierten Füllstand, indem ich den kippe. Und jetzt ist der Schalter wieder aus. So. Des Weiteren haben wir üblicherweise in den Ausgleichsbehältern das Überdruckventil verbaut. Meistens ist es in den Deckeln. Bei dem hier haben wir es auf der Rückseite. Bei Nutzfahrzeugen haben wir üblicherweise einen Überdruck ab so etwa 1,1 Bar. Sollte dieser Überdruck auftreten, wird das entsprechend hier drüber abgelassen. Im Bereich Kühlsystem haben wir natürlich noch viele weitere Ersatzteile. Neben den Ausgleichsbehältern in den verschiedensten Ausführungen haben wir auch Kühler, die den Ausgleichsbehälter direkt integriert haben. Für unseren Ausgleichsbehälter, den wir eben getauscht haben, haben wir natürlich auch die passenden Deckel, sowie den Füllstandssensor, Reparatursätze für die Kabel vom Füllstandssensor, Thermostate, Schlauchschellen in den unterschiedlichsten Größen, für alte Fahrzeuge nochmal zusätzliche Filter, die kommen heute nicht mehr so oft vor. Weiter haben wir noch, habe ich hier noch, unterschiedlichste Schlauchsätze, die wir dann austauschen können und ganz wichtig, die entsprechenden Flüssigkeiten, die wir dann auffüllen können, Kühlmittelsätze für eure Fahrzeuge. So, den neuen Ausgleichsbehälter haben wir jetzt eingebaut. Wir haben vorher darauf geachtet, dass die Kühlerschläuche alle in Ordnung sind. Das heißt, die sind nicht eingerissen, die sind nicht ausgehärtet. Schlauchschellen sind in Ordnung. Bevor wir jetzt das Kühlmittel auffüllen, gibt es da noch ein paar Dinge zu beachten. In diesem Fall können wir das alte Frostschutzmittel normal verwenden. Wir haben hier keine Ablagerungen drin und der Frostschutzgehalt ist auch noch in Ordnung. Ganz wichtig nochmal anzumerken, das Frostschutzmittel ist nicht nur dazu da, das Einfrieren bei Niedrigtemperaturen zu verhindern, sondern schmiert auch die internen Komponenten und schützt vor Korrosion. Negativbeispiel wäre einmal hier das Innere der Wasserpumpe am Flügelrad. Wir sehen hier ordentlich Korrosion. Das können wir hier auch nochmal sehen. Genauso wie in dieser Schlauchleitung, wenn es eine Ablagerung. Darum ganz wichtig darauf achten, dass der Frostschutzgehalt ausreichend ist. Dann wollen wir es mal auffüllen. So, Kühlflüssigkeit haben wir aufgefüllt. Wir machen jetzt nochmal eine Probefahrt, schauen danach nach dem rechten und machen noch eine Druckverlustprüfung. Da gibt es die unterschiedlichsten Geräte für, hier mit Druckluftanschluss oder auch mit Handpumpe.
Wir wollen natürlich interne oder externe Undichtigkeiten im System ausschließen. Das kann zum Beispiel passieren durch einen defekten Ölkühler, durch einen defekten Kompressor oder eine undichte Zylinderkopfdichtung. Bei dem Beispiel sehen wir Kühlmittel versetzt mit Motoröl, diese milchige Ablagerung hier, das ist ein eindeutiges Indiz dafür. Das führt natürlich dazu, dass unsere Kanäle sich im System zusetzen und wir eine Verschlammung im System haben. Das müssen wir auf jeden Fall spülen. Umgekehrt aber, wenn Kühlflüssigkeit in den Ölkreislauf gelangt, kann es sein, dass der Schmierfilm abreißt und wir einen extrem schweren Motorschaden erleiden können. So Leute, ich würde sagen, das war's wieder für heute. Falls ihr zu den Themen irgendwelche Fragen habt, wendet euch auf jeden Fall an unseren Helpdesk. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.